Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Schröders Nebenwerte-Watchlist. Natürlich bei mir Michael Schröder, wer auch sonst. Gucken wir uns gleich die ersten Werte an. Wir haben ja nicht so viel Zeit und einiges vor. Adesso. Jawohl. Das Softwareunternehmen hat vor kurzem die vorläufigen Zahlen vorgelegt. Die endgültigen gibt es dann Mitte September, die Prognose nach unten angepasst. Aber, jetzt kommt das große Aber. Klar, Sie haben die EBITDA-Prognose angepasst, das Q2 sehr schlecht in diesem Bereich, aber, jetzt kommt das Aber, es liegt nicht an der operativen Entwicklung, die nicht läuft, es liegt daran, dass Sie tatsächlich in das zukünftige Wachstum investiert haben, sprich Personal und Standorte hochgefahren haben und das so hoch, dass die Kosten explodiert sind. Soll heißen, die Prognosen, bisher war die Spanne, glaube bei 23 bis 27 Millionen, die neue EBITDA-Spanne sind 20 bis 24 Millionen. Das heißt also, kommt man jetzt am oberen Ende der neuen Spanne heraus, hat man immer noch das untere Ende der alten Spanne übertroffen. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, das ist jetzt nur eine kleine Delle. Man sieht es ja auch im Chart, die Aktie ist zurückgefallen. Funktioniert jetzt leider nicht mit den Linien, habe ich hier vorhin mit dem Tool ein bisschen rumgespielt, hätte ich nicht machen sollen. Mein Fehler, macht aber nichts, man sieht es ja hier sehr eindrucksvoll, wenn ich noch ein bisschen aus dem Bild gehe. Aktie ist zurückgekommen, aber jetzt kommt das nächste, aber eine interessante Einstiegschance, weil wie gesagt, diese Reduzierung der Prognose, dieser Spanne war eigentlich nur dem künftigen Wachstum geschuldet, soll heißen, das wird sich mittelfristig hier ganz klar positiv auf die Ergebniskennzahlen auswirken. Beim Umsatz im zweiten Quartal auch ein bisschen schlechter als im Vorjahresvergleich, liegt aber daran, dass es weniger Arbeitstage gab in diesem Berichtszeitraum. Aber wenn du einfach mal hier jetzt einmal auf das magische Knöpfchen drückst, dann sollte zumindest der Jahreschart kommen. Wenigstens das funktioniert. Alles habe ich nicht kaputt gemacht, Gott sei Dank. Man sieht hier ganz klar die Konsolidierung. Wir hatten immer gesagt, sie wird nach oben aufgelöst. Jetzt sind wir hier nach unten gelaufen in Richtung der 45 Euro. Aus meiner Sicht kurz- wie mittelfristig interessanter Einstiegszeitpunkt. Zum einen, du hast gesagt, nächste Woche kommen die endgültigen Zahlen. Vielleicht kriegt man hier auch noch ein paar neue Impulse, neue Eckdaten. Ich gehe davon aus, dass die Aktie jetzt hier nach einer kleinen Konsolidierung wieder Kurs auf die 50-Euro-Marke nimmt und dann auf Jahressicht oder zum Jahresende auch wieder über hinaus wieder mindestens in diese Range hineingeht. Also kurzfristig vielleicht ein bisschen ärgerlich, dieser Rücksetzer, aber mittelfristig eher eine Chance als, ja, als was anderes. Mhm. Dann gucken wir noch mal direkt weiter. Auch das funktioniert. Schauen wir weiter auf den Maschinenbauer Technotrans. Erstes Halbjahr starker Gewinn, Prognose angehoben, Erwartung übertroffen. Aber wenn wir uns jetzt die Aktie angucken, die ist natürlich jetzt auch schon zuletzt ganz gut gelaufen. Ja, die ist natürlich super gelaufen. Wenn man, vielleicht kannst du ja auch direkt schon mal auf den Jahreschart gehen. Da sieht man es noch besser. Wir haben hier einen wunderschönen, intakten Aufwärtstrend. Die Story läuft und das Schöne an der Geschichte ist, die Story ist noch nicht zu Ende. Wir haben es immer gesagt mit den Halbjahreszahlen. Man sieht hier den Peak nach oben. Wurden die Prognosen fürs Gesamtjahr ordentlich nach oben gesetzt, statt 14 über bis zu 14 Millionen EBIT rechnet man jetzt mit 16 bis 17 Millionen und auch beim Umsatz ordentlich drauf gesattelt. Mittelfristige Prognose bis 2020 5 bis 6% Umsatzwachstum in Aussicht gestellt. Um das jetzt mal überschlagen und kommen zu dem Schluss, auch das ist zu konservativ. Die Story, wir haben es hier schon oft erzählt, ist eben nicht mehr der reine Druckmaschinenzulieferer, es ist nicht der Laserbereich, es ist auch nicht der Medizinbereich. Hier sind die Wachstumsraten natürlich auch sehr hoch, aber die Fantasie, und das liebt die Börse, das liebt der Markt, ja, ist der Bereich E-Mobility. Hier sind wir im Kühlungsbereich für die Ladestationen aktiv bei Technotrans. Und hier sollte es in den kommenden Wochen tatsächlich auch von Autobauern, weil das Thema schwelt ja immer noch und da ist Erklärungsbedarf, sollte hier ein bisschen mehr für die Versorgung der E-Fahrzeuge, der Elektrofahrzeuge durch die Medien geistern. Und da wird Technotrans vermutlich auch eine Rolle spielen. Und das ganze Wachstum in dem Bereich ist enorm. Daher an diesem Trend, den wir jetzt hier schön sehen, wird sich aus meiner Sicht wenig ändern. Klar, etwas volatil beim Nebenwert, ganz normal, aber Kurse jenseits der 50-Euro-Marke sollen wir in diesem Jahr in jedem Fall sehen. Also, obwohl es schon so gut gelaufen ist. Ja. Dann gucken wir mal direkt weiter auf VTG. Zuletzt Umsatz und Gewinn gesteigert, aber auch da sehen wir, das Niveau ist ja schon beachtlich. Auch da natürlich die Frage, geht da noch was? Ja, wir könnten es jetzt total kurz machen und wieder zum nächsten Thema gehen. Ja, es geht noch was. In jedem Fall, man sieht, wir haben jetzt hier das frische Kaufsignal, sind über die 45-Euro-Marke hinausgegangen. Dabei hat das Unternehmen mehr oder minder gesagt, boah, dieses Jahr könnte es vielleicht auch ein bisschen, ja, unsere Prognosen ein bisschen schwächer herauskommen. Aber das Problem ist da einfach, die Nachfrage ist so stark. Man muss, ja, ich will jetzt nicht sagen, alte Waggons wieder reaktivieren und auf Vordermann bringen, das kostet, das wirkt sich aber ganz klar im nächsten Jahr dann wieder entsprechend doppelt positiv aus. Das sieht der Markt eben genauso. Daher dieser Trend blitzsauber. Wenn wir hier auf den Jahresschatz gehen, sehen wir das ganz
ganz schön, jetzt warten wir mal, bis er sich aufgebaut hat. Zack, wir sind jetzt hier von 30 auf 45, die 50% hochgelaufen in diesem Jahr. Konsolidierung, jetzt die nächste Aufwärtswelle läuft auch hier. Meine Einschätzung, dass wir auf Jahressicht die 50-Euro-Marke noch knacken werden. Also, das war jetzt quasi die Langversion von ja, da geht noch was. Genau. Gucken wir direkt weiter. Die Kurzversion war ein bisschen dürftig gewesen, finde ich schon. Ja. Wacker Neuson, was ist hier die Story? Anfang August, starke Zahlen, Prognose angehoben. Man stellt sich ein bisschen neu auf. Man stellt sich neu auf, man wächst, die Internationalisierung wird vorangeschritten, neue Partner wurden an Land gezogen und ja, das Schöne bei Wacker Neuson ist, ich will nicht sagen unbeschriebenes Blatt, ist halt nicht so modern und in den Medien, aber der eine oder andere Analyst ist jetzt zu dem Schluss gekommen, dass hier operativ einiges möglich ist. Man sieht hier immer diese schönen Kerzen nach oben, das waren jetzt jeweils fette Upgrades von Seiten der Analysten. Die Kursziele liegen im Bereich um 30 Euro und man sieht natürlich hier, wir sprechen ja auch ein bisschen über den Chart, selbst wenn die Linien nicht immer funktionieren, diese 24 Euro Marke, dieser Bereich, der war schon richtungsweisend, soll heißen, die Konsolidierung ist jetzt beendet. Wenn wir hier in den Jahreschart sehen, dann sehen wir hier auch, die Aktie läuft jetzt wieder in den steilen Aufwärtstrend, schön mustergültig konsolidiert und jetzt geht die Post ab, jetzt geht es weiter nach oben, auch hier 30 Euro auf Jahressicht begleitet von einem anhaltend positiven Newsflow. Also man sieht hier die Trends wunderbar intakt und wie gesagt 30 Euro plus ist das Kursziel für die Wacker Neuson im laufenden Jahr. Dann gucken wir uns den letzten Wert an, weil es heißt ja 5 Aktien im Herbstcheck. Stimmt. Wobei ich Herbstcheck schon so ein bisschen pessimistisch finde fürs Wetter. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen gefroren, also ein bisschen sonnenverwöhnt in den letzten Wochen. Deswegen vielleicht auch etwas rar hier im Bildschirm. Aber QSC ja. Baut sich auch so ein bisschen um, habe ich mir angeguckt. Ja, die bauen nicht nur ein bisschen, die bauen gewaltig. Sie haben jetzt mit 3 Geschäftsbereichen und den Telekommunikationsbereich haben sie jetzt mehr oder minder als einzelne Insel, als einzelne operative Einheit aufgestellt, um, wie es in der Pressemitteilung, in der Ad-Hoc-Mitteilung heißt, Kooperation, Partnerschaft eingehen zu können. Ich denke hier noch einen Schritt weiter. Vielleicht möchte man dieses Stück mit den vielen, vielen Geschäftskunden, die da sind, auch einfach veräußern, loswerden, beziehungsweise Gewinn-Win veräußern. Das ist ja das Schöne. Das würde natürlich hier, ich sag mal, so eine Kursreaktion, wie wir sie hier im Mai gesehen haben, mit sich bringen. Also ich bin hier sehr zuversichtlich, dass bei QSC im Herbst, deswegen auch das Thema, sich noch einiges tun wird, dass wir hier noch entsprechend positiven Newsflow sehen. Im Moment, die Analysten halten den Ball noch flach, haben die Meldung zwar auch gelesen und gedeutet, aber die Kursziele im Bereich 1,80 Euro Richtung 2 Euro. Man sieht, der Kurs kann sich auch noch nicht so richtig lösen. Aber wenn wir hier nochmal auf den Jahreschart gehen, obwohl ich hier bezweifle, dass der mehr Aussagekraft hat, wie gesagt, meine Einschätzung ist, dass wir hier im zweiten Halbjahr noch einen Newsflow erleben, der mindestens so eine Kursreaktion auslöst. Daher auf dem aktuellen Niveau durchaus interessantes Niveau, wobei eine QSC nicht nur wegen der Historie, sondern auch wegen den ganzen Umständen natürlich sich maximal für spekulativ orientierte Anleger eignet. Stoppkurse sieht man hier, kann man sehr schön recht engen Bereich 1,60 platzieren. Aber wie gesagt, die Fantasie, die ich hier ausmache, die sagt, wir sehen dieses Jahr noch Kurse über 2 Euro. Also 5 interessante Aktien, bei denen du auf jeden Fall noch Fantasie siehst. Das mit dem Herbst, das Thema, das lassen wir dann mal besser. Okay. Danke schon mal für die Infos und danke, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Fürs Wetter können wir nichts, aber wie gesagt, 5 spannende Aktien auf jeden Fall. Danke, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.